Guten Abend und herzlich willkommen zu der DMZ-Wochenshow. Mein Name ist Erik, a.k.a. Zizerik, und die Themen des heutigen Abends sind der Meta-Nerf zu Season 5 und vor allem dabei der Kronen-Squall-Nerf, das neue DMZ-Bundle mit dem verruchten Pay-to-Win-Visier, der Start des Fraktionsevents und die Belohnungen, dann das Modern Warfare 3 Reveal-Event, die Pakete, die Content Creator zugeschickt wurden mit diesen merkwürdigen Inhalten, dann die nukleare Gefahr, die momentan überall Masra herrscht, die Telefonnummer, die in dem neuesten Reveal-Trailer für Modern Warfare 3 enthalten ist, und dann dieser ominöse Artikel, der angeblich die Zukunft der DMZ in Modern Warfare 3 beschreibt. Ja, einige Themen diese Woche und deswegen beeilen wir uns auch direkt, geht's los mit dem Kronen-Squall-Nerf und dem Meta-Nerf. Also viele Meta-Waffen wurden zu Season 5 genervt. Das Ganze sollte als Ziel haben, die Waffen näher beieinander zu rücken, dass viele Waffen viable sind, also besser nutzbar sind für den kompetitiven Bereich, also speziell für den Battle-Royale-Bereich. Und hier war die Kronen-Squall die absolute Nummer 1. Wenn man jetzt rein nach den Zahlen und nach den Werten geht, wäre die Tech V der theoretische Nachfolger der Kronen-Squall. In der Praxis sieht man aber nicht viel davon. Das heißt, die Kronen-Squall wird immer noch relativ viel gespielt. Komisch, der Meta-Wechsel scheint langsam voranzugehen und sich momentan noch überhaupt nicht auf die DMZ auszuwirken, wo ja das Kompetitive auch eine viel, viel kleinere Rolle spielt. Im Zuge dessen ist das neue DMZ-Bundle erschienen, und zwar Dunkle Rituale 3. Während die letzten Bundles nicht so viele 15-Minuten-Waffen hatten, erleben wir hier direkt den Release von drei 15-Minuten-Cooldown-Waffen, was ziemlich viel ist. Und zwar, zu unserer Überraschung, ist das Kronen-Squall-Gewehr dabei, über das wir gerade geredet haben. Also, Gott sei Dank wurde es genervt, ansonsten hätte es einen riesen Shitstorm gegeben. Wie gesagt, wird es trotzdem noch sehr, sehr viel benutzt. Also jetzt als 15-Minuten-Waffe in der DMZ, was ziemlich krass ist. Und wir haben noch eine zweite Waffe, zwar die FR Avenza, das ist die neue Waffe, die ebenfalls Metapotenzial hat. Sie hat noch Probleme in der hohen Reichweite auf Long Range, aber sie ist eine sehr, sehr gute Waffe auf kurze und mittlere Distanz. Und deswegen überraschend, dass auch sie mit dem Paket ist, zusätzlich mit diesem Scharfschützengewehr, welches auch noch sozusagen im Battle Royale-Stil gemoddet wurde, also so One-Shot-Waffe mit hoher Explosivmunition, kurzem Scope. Also sehr, sehr überraschend, dieses Paket, welches sehr, sehr stark ist und noch für viel Diskussion sorgt. Denn das Visier auf der Kronen-Squall ist ein Asset-Holo-Term, und zwar eine neue Variante. Wir sehen hier einmal die rote Variante und im Vergleich dazu die alte Variante, wie wir sie kennen. Und man sieht hier, dass man ein viel deutlicheres Abbild des Gegners hat und vor allem eine viel, viel bessere Sicht durch den Rauch. Leider hat man auch viel mehr Ablenkung durch das Visier, was ja nicht so oft erwähnt wird, aber tatsächlich scheint es überall durch. Und nichtsdestotrotz wird dieses Visier als Pay-to-Win-Visier gehandelt, weil man eben bessere Aufsicht auf den Gegner hat. Also das wird noch für sehr viel Diskussion sorgen in der Zukunft. Wenn wir schon bei Pay-to-Win-Bundles sind, viele alte DMZ-Bundles wurden ja schon verschrien als Pay-to-Win, weil es da Boni gab, die man als Operator mit reinnehmen könnte, als kostenlosen Extra sozusagen eine Wiederbelebung, eine Zweierweste oder. Und jetzt ist es so, dass man in-game tatsächlich eine Wiederbelebung freischalten kann, die man jede Runde kostenlos mit reinnehmen kann. Dazu muss man 40 Selbstwiederbelebungen abgeben an Dead Drops, an toten Briefkästen, und habt ab diesem Zeitpunkt jede Runde eine Wiederbelebung dabei. Das heißt, die alten DMZ-Pakete, in denen diese DMZ-Wiederbelebungen drin waren, sind sozusagen jetzt obsolet, weil man sowieso jede Runde, sobald man diese Aufgabe gelöst hat, eine Wiederbelebung mit am Start hat. Also sehr, sehr interessant, wie sich diese Pay-to-Win-Bundles, die so verschrien wurden, noch verhalten werden. Ob sie am Ende bei Release von DMZ überhaupt noch einen Wert haben, werden wir sehen. Also das bleibt auch noch sehr spannend abzuwarten. Dann ist am Abend des 4.8. wie geplant das 4.8. das Fraktionsevent gestartet. Zwischen der Taskforce 141 und der Shadow Company entsprechend gibt es jetzt Kämpfe im Gebäude 21, auf Koschei und. Sogar auf Al-Masra gibt es aktive Kampfzonen, in denen die Fraktionen gegeneinander kämpfen. Und hier ist es so, dass wir uns für eine Seite entscheiden müssen, Taskforce oder Shadow Company, und dann Belohnungen bekommen. Und es gibt ja einige Unklarheiten, und zwar ist es so, ihr könnt die Belohnungen bei beiden Fraktionen freischalten. Diese Belohnungen werden dann direkt ausgeliefert, das sind 5 Stück. Aber die Gesamtbelohnung, die man hier unten sieht, die gibt es erst, sobald dieser Kampf abgeschlossen wurde. Und das ist der 17. August. Da wird dann der Sieger entschieden. Momentan sehen wir, dass wir einen deutlichen Vorsprung haben bei der Shadow Company mit über 1,2 Milliarden Abschüssen im Vergleich zu der Taskforce 141, die noch mit 1 Milliarde Abschüsse immer noch um den Sieg kämpft. Wir sind gerade mal Tag 4 des Events, also noch einige Tage vor uns, kann noch einiges passieren. Ich persönlich hoffe, dass die Shadow Company die Nase vorne behält. Am 17. August findet aber nicht nur das Ende des Events statt, sondern auch gleichzeitig der Start des Reveal-Events für Modern Warfare 3. Das soll in der DMZ stattfinden. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet, dass es unter dem Observatorium auf Al-Masra einen Bunkerkomplex geben wird mit mehreren Eingängen.
und wir wissen immer mehr. Und zwar hat uns die Geschichte in der DMZ jetzt noch mehr Informationen gegeben. Ich möchte an dieser Stelle nicht spoilern. Spielt selber die Shadow Company Story durch. Da wird sehr, sehr viel erzählt. Und die Leaks scheinen sich zu bewahrheiten, dass es also diesen Bunker gibt und dass man einen Gegenstand aus diesem Bunker extrahieren muss und damit das Event einleitet. Zu Sorgen vieler könnte es sich hier um ein nukleares Event handeln, das heißt, möglicherweise geht es um den Start einer Atomrakete, die auf Al-Masra niedergehen könnte und damit sozusagen den Übergang zu Modern Warfare 3 einleitet, mit der Zerstörung von Al-Masra und damit die Einführung einer komplett neuen Map. Viele, viele Leute fänden das sehr, sehr traurig, weil die Al-Masra-Map allgemein als eine sehr, sehr gute Map momentan angesehen wird. Im Zuge dessen wurden Pakete verschickt an namhafte Content Creator und diesen Paketen von Activision versendet. Waren Schlappen drin, eine Dose mit Essen und ein Handy. Wenn man das Ganze jetzt sozusagen sich anschaut, scheint das was mit Modern Warfare 3 zu tun zu haben. Denn auf diesem Handy waren Aufgaben, die man erfüllen sollte, also eine Anleitung für bestimmte Herausforderungen, und wurden diese erfüllt, hat ein Unbekannter Subbomben auf den Twitch-Kanälen dieser Content Creator rausgehauen. Wir reden hier von 150, 250 Subbomben, die rausgehauen wurden bei Erfüllung dieser Herausforderungen. Jetzt ist es so, dass die Herausforderungen natürlich in dem Handy versteckt waren, aber die Frage ist, was haben die anderen Gegenstände für eine Bedeutung, nämlich diese komische Dose und die Schuhe, und nehmen wir jetzt die englischen Begriffe, nämlich Slides, eine Can of Food und das Cellphone, dann kommt das Wort Slide Cancel zustande und das könnte eine Anspielung auf das Slide Canceling sein, also auf das schnellere Movement, was möglicherweise Modern Warfare 3 dann wieder zu tragen kommt. Hier sagen Leaks, dass in den Spieleversionen momentan von Modern Warfare 3 in den Alpha-Versionen das Slide Canceling wieder enthalten ist. Am 7.8. kam dann der Reveal-Trailer zu Modern Warfare 3 und zwar ein sehr gut gemachter Teil, wie man sagen muss, kurz und knackig, aber auch sehr blutig, was wiederum eine Anspielung sein könnte auf den Zombie-Modus, wie man vermutet. Dann sieht man einen Bösewicht in diesem Trailer, es handelt sich hierbei um Makarov, ein berühmt-berüchtigter Antagonist aus dem Call of Duty-Universum, der hier wieder seinen Einzug finden wird, wahrscheinlich zu Modern Warfare 3. Und eine Telefonnummer wird gezeigt. Und zwar, wenn man genau hinschaut, sieht man verschiedene Zahlen. Das Ganze formt sich zu einer Telefonnummer zusammen, die man anrufen kann, beziehungsweise wo man eine Textmessage hinschreiben kann und dann noch eine Antwort bekommt. Wir haben uns natürlich nicht nehmen lassen, ebenfalls dorthin zu texten. Viele haben ja befürchtet, dass es dann zu großen Kosten kommen kann, weil das Ganze in den USA ist. Deswegen haben wir über WhatsApp geschrieben, was auch geht tatsächlich. Also man speichert sich einen Kontakt ein, schreibt dann eine Nachricht hin. Dabei empfehlen wir das Wort ready zu benutzen, R-E-A-D-Y, und das per Message über WhatsApp hinzuschicken. Und man staunt, es kommt dann eine Antwort auf Deutsch von Activision selbst, die dann sagt, dieses handelt sich hier um einen Activision-Account. Und wir beliefern euch mit Informationen zu Modern Warfare 3. Dabei wird dann ein Bild gelegt, gucke ich das selber an. Ich möchte es an dieser Stelle nicht spoilern. Und auch interessant, weitere Informationen könnten folgen. Das heißt, dieser persönliche WhatsApp-Kanal kann in Zukunft sozusagen als Informationsquelle dienen. Natürlich ist das Ganze dann entsprechend kostenlos. Aber man darf nicht vergessen, man leakt natürlich seine eigene Telefonnummer. Also an dieser Stelle muss jeder selber wissen, ob er diese Nummer wählen will oder nicht. Bevor wir jetzt zu dem letzten Artikel kommen, vielen Dank an alle Einsendungen. Die Informationen, die wir zusammentragen konnten, wären so ohne euch gar nicht alle möglich gewesen. Vielen Dank dafür. Wir überlegen momentan, einen News-Kanal auf dem Discord einzurichten, wo wir vielleicht gerade solche Nachrichten vielleicht noch besser bündeln können, damit wir alle uns noch besser informieren und austauschen können über solche News. Der Artikel, den ich jetzt wirklich nach langer Suche ausgegraben habe, es ist interessant, dass es in keinem anderen Artikel beschrieben wird, nur hier, das ist ein Artikel von der GameStar, also auch noch von deutschen Journalisten sozusagen verfasst. Und wenn wir uns hier sozusagen angucken, worum es geht, das geht hier eindeutig um Modern Warfare 3. Ihr seht, das ist aktuell Jahr 2023. Am 4.8. wurde dieser Artikel geschrieben von Herrn Schlottag um 11.46 Uhr. Also alles amtlich sozusagen. Wenn wir hier runterscrollen, dann steht hier das Kapitel Inhalt für Modern Warfare 3. Und hier der letzte Punkt, da geht es um Warzone-Integration. Und sehr, sehr interessant, hier steht, natürlich wird Modern Warfare 3 auch wieder den Free-to-Play-Ableger Warzone integriert, inklusive DMZ. Also es ist der erste und einzige Artikel, den ich gefunden habe, in dem die DMZ erwähnt wird. Weiterhin wird geschrieben, laut Insider-Quellen startet mit Season 1 von Modern Warfare 3. Wir wissen, dass Season 1 Anfang Dezember starten wird für Modern Warfare 3. Startet mit Season 1 von Modern Warfare 3 eine neue Warzone-Map. Die Karte soll extrem an das beliebte Verdansk aus dem ersten Warzone-Teil erinnern, was wiederum eine Verknüpfung sein könnte mit dem Atomanschlag auf Al-Masra. Aber das ist alles nur Spekulation. Jedenfalls sehr, sehr spannend hier. Wirklich das erste Mal, dass wir sehen, die DMZ wird in Modern Warfare 3 sein. Ob das jetzt 100% glaubhaft ist, muss jeder für sich entscheiden. Das ist der einzige Artikel, wo ich diesen Beitrag oder diesen Kommentar gefunden habe. In dem Sinne,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten News. Ich sage hasta luego und hasta la vista.